Ich. Das sind immer die Momente, wo ich mir denke, jetzt nehme ich schon extra was auf, um irgendwas hochzuladen, ne? Und genau dann, wenn ich mich dazu entscheide, dann habe ich da draußen das Geschrei, ne? Ist nicht so, wie wenn ich jetzt keinen Bock aufzunehmen, ein paar Anliegen hier rein, oder so, ne? Dann ist es total still, ne? Das glaubt ihr nicht. Es ist einfach wie in einem Leichenhaus, ne? Es ist kein Mucks. Einfach gar nichts, ne? Aber wenn ich da mal aufnehmen bin, ne? Pff, das pisst doch noch scheiße. Ich könnte kotzen. Ich könnte mich mal anders hinsetzen, weil das unbequem wird. Warum piep sich? Was auch ein bisschen komisch vorkommt, ist, dass der mir in Zweier-Schritten schaltet. So, 2, 4, 6, 8. Also die Gänge. Ne? Sollte logisch sein. Kommt mir etwas komisch vor. Weil. Boah. So. Na, natürlich wieder steht Sauwetter. Wäre ja auch noch geil, könnte man sich in irgendwie einen späteren LKW so Scheibenwischer für die Seiten kaufen. Oder für die Spiegel. Alter, na, das wäre so geil. Wenn man, ja, das Seitenwischer, ne? Weil man würde ja was sehen. Das wäre ja mal was Neues. Ja. Das war's dann auch, was ich dazu sagen wollte. Mehr gibt's da jetzt irgendwie nicht. Ne? Das. Lange jetzt wahrscheinlich nicht. Scheiße. Einfach so. Das wäre was Neues und das war's dann eben. Ne? Was soll ich denn jetzt sagen? Ich könnte natürlich jetzt drüber reden, was ich noch drüber reden sollte, aber ich könnte auch einfach was drüber reden und ich. Hab selber keine Ahnung mehr, was ich sagen wollte. Lol. Was für komische Bewegungen macht dieser Pfeil? Okay. Und natürlich kommt wieder der Einparkprofi. Was denn auch sonst? So, schön beim Regen den Kopf rausstrecken. Was denn auch sonst? Ein bisschen nass im Kopf, scheiß drauf. Wir haben einen LKW zu abzuliefern. Wir können nass werden. Das ist Berufsrisiko. Oh yeah. So krass. Warum nicht? Badum Tisch. Nein! Keine ausgezeichnet. Scheiße. Sie könnte kotzen. So. Ja. Nächstes Mal sollte es dann was werden. Bis das nächste Mal. Bis dann. Tschö. So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme von Let's Play Euro Truck Simulator 2 und mein Mikro war falsch, ich hoffe, das passt jetzt so. Gut, wir fangen gleich an, aber nicht, wenn wir keinen Auftrag haben. So, ich habe natürlich viele, viele schöne Gesprächsthemen 2 bekommen. Ja, war schön, kann man sich jetzt streiten, aber ich meine, es ist wenigstens was, wo ich halbwegs was drüber erzählen kann. Das sind wir doch schon mal gefahren, oder? Ja, das war nicht so blöd. Sieht doch nett aus. Fahr von Nürnberg nach Hannover. Okay, das werde ich ein bisschen was erzählen. Verwundert mit dem einen Gespräch, so werde ich den einen oder anderen vielleicht etwas enttäuschen, dass sie da vielleicht ein bisschen mehr auftrat. Aber ist eben gar nicht mein Fachgebiet. Aber ich meine, ich wollte das jetzt auch nicht komplett ignoriert haben. Ich habe einfach sonst nichts zum Besprechen. So, und zwar fangen wir mit dem ersten Thema gleich an. Und zwar, oh Gott, jetzt muss ich überlegen. Ich habe den Namen vergessen. Irgendwas mit P, glaube ich. Ist anscheinend jetzt irgendwie neuer Trainer beim FCP oder sowas in der Art. Also ich habe mich da jetzt versucht, ein bisschen einzulesen, aber das ist alles schon wieder weg. Ich wollte mir nicht Notizen machen, aber das bringt nichts, weil ich immer im Dunkeln zock und es ist Nacht und da habe ich kein Licht von draußen. Das ist schlecht. Also es hätte überhaupt nichts gebracht. Ich hätte hier zwar Zettel liegen, weil es draufsteht, aber ich hätte mir nur denken können, was steht da? Also, wie gesagt, da ist irgendjemand als Trainer, glaube ich, zum FCB gewechselt. Und was ich davon halte, ja, was soll ich davon halten, ganz im Ernst? Ich meine, ich bin jetzt nicht der Fußballfan, ne? Ich meine,
Was ich noch mitbekomme, ist jetzt, ob Deutschland Weltmeister wird oder nicht, oder meinetwegen auch die EM gewinnt, was sowieso nie passiert oder fast nie. Ja, und das war's dann eigentlich, glaube ich, auch schon. Ja. Ich hoffe, ich mache jetzt keine Fehler. Also ich habe das einfach mal gegoogelt und da stand das. Also es stand, damit da irgendjemand gewechselt hat. Ich glaube, als Trainer, ich bin mir nicht mehr sicher. Hoffentlich erzähle ich hier keine Scheiße. Ich handle das einfach kurz ab und dann hat sich die Sache. Dann muss ich mir keine Sorgen mehr machen. So. Genau. So was habe ich verhalten. Es ist mir eigentlich scheißegal, weil erstens, wie gesagt, ich habe eigentlich mit Fußball nichts am Hut. Und zweitens, ich hoffe, ich beleidige jetzt keinen, aber ich werde es höflich ausdrücken. Ich bin kein Fan des FCB. Ich werde es mal so sagen. Ja, ich möchte jetzt hier nicht böse werden. Also ich hab da auch den einen oder anderen in der Skype-Kontaktliste, der auch oft mal beleidigen wird, aber darüber will ich jetzt gar nicht reden. Ja, also meine Meinung, es ist mir eigentlich scheißegal. Ja, so. Thema Nummer 2. Dann muss ich jetzt noch mal kurz nachgucken und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Und jetzt denkt bitte nicht, ich bin total vergesslich. Das bin ich auch, aber nicht so vergesslich, dass ich das gleich vergesse. Oh, fuck. Weil ich. Nee, also das Thema weiß ich noch, aber. Er hat noch in die Kommentare geschrieben, ich kann ihn doch netterweise erwähnen, wenn er mir da ein bisschen geholfen hat. Und natürlich hat er mir damit geholfen. Oder hat irgendwas in der Art, ne? Ich meine, ich habe mir das jetzt auch nicht alles eins zu eins in mein Gehirn kopiert. Das ist eben nicht so. Dingens. Was soll ich sagen? Also, was ich gar nicht sagen wollte, ist, dass. Der Themenvorschlag kommt von. Ach, ich hab den auch nicht. Das geht nicht. Wartet eine Sekunde. Also bei euch nur so eine Mini-Nano-Sekunde, aber bei mir ein bisschen länger. Ja, bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich weiß nicht, wie das Gesprächsthema ist. Und zwar ist das Gesprächsthema, ja, also so ein bisschen über die Schule reden. Was mich eigentlich überrascht hat, dass so ein guter Vorschlag kam. Also den Vorschlag finde ich echt gut. Ja. Und zwar von. Ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig aus. Ne? Also ich denke, ich werde ihn falsch aussprechen, aber ich hoffe es. Und zwar von Cess. Ich habe keine Ahnung, echt, wie man das ausspricht. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Cess, was auch immer. Feder, weder, keine Ahnung. Also ich bin da echt. Ja, keine Ahnung eben. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen großen Fehler getan und werde jetzt von allen gehasst, weil ich den Namen falsch ausgesprochen habe. Aber ich hoffe, das passt so einigermaßen. Ich hoffe, ich hoffe, alle wissen, wer gemeint ist. Und wenn ich dann einfach mal Eurotruck Part gucken, wo ich den Staumen fahren habe, da stehen die Kommentare drunter. So, und zwar Thema Schule. Ja, habe ich mir überlegt, Thema Schule. Ich meine, ist jetzt nicht so prickelnd, weil es ist eben ein richtig großes Thema. Also ich habe mir gedacht, ich handle da jetzt so. Ich habe schon gefragt, warum ich keine Sonnen habe. Ich handle da so ein paar Unterthemen, nenne ich es mal ab. So. Und zwar, mach ich vergessen, was da. Alter, ne, das war schlimm. Wenn sie sicher wollte noch irgendwas Wichtiges sagen. Ich habe keine Ahnung mehr, ganz im Ernst. Na, okay. Und so habe ich mir gedacht, wie schon gesagt, ich mache mir das so in Unterkategorien, also einmal das Thema. Schule allgemein, dann das Thema irgendwie, ja, Fächer, was sind die blödesten, was sind die besten und halt auch das Thema Lehrer, wo ich wahrscheinlich am meisten dazu zu sagen habe, weil ich ganz im Ernst, ey, mein 8 Jahren Schulerlebnis bis jetzt habe ich echt schlechte Erfahrungen gemacht, ohne jetzt irgendwie was zu beleidigen. Also, ja, das muss ganz klar gesagt sein, ich will niemanden mit dem Zeug, was ich hier sage, beleidigen. Also es soll sich auch keiner angesprochen fühlen. Das wird sowieso keiner von meinen Lehrern das gucken, aber ich weiß nie, wie ich denen vertrauen kann, die Videos gucken. Und ja. Also wie gesagt, es soll sich keiner angesprochen fühlen. Das ist doch so ein grobes Fazit, was mich teilweise total aufregt, okay? Aber ich denke, das weiß jeder, ne? Also die Meinung hat einfach jeder und das ist auch klar. Nur manche kommen dann eben nicht damit zurecht und beschweren sich dann, das werdet ihr doch schon merken.
Wir werden plötzlich keine Videos mehr kommen, weil mein YouTube-Kanal gelöscht worden ist und ich 5 Milliarden Stunden nachsetzen auf habe. Nein, okay, fangen wir an zur Schule allgemein. Ich meine, jeder hasst Schule, das ist klar, ne? Das Problem ist, die ist scheiße wichtig. Das ist mir so inzwischen auch ein bisschen in den Kopf gekommen. Leider. ja, vielleicht auch zu Glück. Dass eben echt Schule ist eben scheiße wichtig. Da kann man auch nichts dagegen tun, da ist das Schlechte dran. Ich meine, wir werden alle so viel besser ohne Schule dran. Ich meine, ich habe jetzt Sommerferien. Bayern und zur FDW dauert auch noch ein bisschen. Und ja, ich meine, das ist einfach viel gechillter. Ich kann immer schön lang schlafen und so eine Schule aufstehen. Ey, es gibt nichts Schlimmeres als aufstehen. Oh ja. Das heißt, wenn ich dann noch schaffe, während der Schulzeit meinen Schlafrhythmus so zu ficken, dass ich so um die 3 bis 4 Stunden Schlaf habe. Das ist dann schon richtig hart. Und dann war am Schluss noch die langweiligen Lehrer, die, ja, die bringen einen eben einfach so vom Unterricht zum Einpennen. Da brauche ich 15 Stunden Schlaf und ich penne da trotzdem fast ein. Also das ist teilweise echt schlimm. So, okay. Ja, Schulangewein, was soll ich da jetzt groß drüber erzählen? Ich meine, sie ist wichtig und es hasst jeder. Aber es braucht eigentlich auch jeder. Ja, dann werde ich mal mit den Fächern weitermachen. Ihr könnt mir auch gerne eure Fachfächer, genau, nee, Hassfächer in die Kommentare schreiben. Also mein, ganz ehrlich, mein absolutes Hassfach ist Chemie. Ich bin da bestimmt nicht der Einzige, aber ganz ehrlich, Alter, wer hat die Scheiße erfunden? Mann, wen interessiert das denn? Ja. Es gibt anscheinend echt Menschen, die das interessiert, kann ich nicht verstehen, aber naja. Ist eben so, ne? Ich werde ein bisschen Abstand einhalten, sonst bremst am Schluss noch. Der KI in ETS 2 vertraue ich nicht. Ne, das kommt die Kurve, das packe ich nicht. Sonst wäre da noch ein Auto gekommen. Also genau, absolutes Hassfach Chemie und ich bin in der Realschule Mathe-Zweig und Mathe mache ich auch nicht. Wird sich vielleicht ein oder andere fragen, wie kommt das denn, dass du auf dem Mathe-Zweig bist, wenn du Mathe nicht magst? Das hat sich erst so entwickelt, sage ich mal. Ich bin jetzt 8. gewesen, komme jetzt in die 9. So, fährt von 8. auf 9., wie gesagt. Gott, da muss ich mir mehr Mühe in der 9. geben. Gott, oh Gott. Ich sage euch, ihr wollt nicht wissen, was der erste Satz in meiner Zeugnisbemerkung war. Also das war echt unter aller Sau. Ganz ehrlich, ich will auch nicht leugnen, dass ich wirklich mich in dem Jahr wieder letzte Arsch genommen habe. Ah, naja. Langeweile FTW, sage ich nur. So, jetzt aber schnell. Wollte aufpassen, damit ich jetzt nicht haben. So. Ich habe den Faden verloren. Scheiße. Ach genau, ich habe über Mathe geredet. Warum ich jetzt die Mathe-Zweig genommen habe, obwohl Mathe einfach schade ist. Also zwischen. Soll ich das einfach dran? Ich war früher doch ganz gut in Mathe. Als ich von 4 Schulaufgaben im Jahr hatte ich 2 Einser. Doppelt gezählt worden. Als ich war in Mathe gar nicht so schlecht. Und war das 6. Klasse oder so. Ich meine, jetzt ist klar. Wie ich sagte, jetzt 8. BZW, bald 9. Oh Gott. Mathe-Zweig, das ist schon um einiges schwerer. Man hat ja ein komplettes Jahr dazu, im Gegensatz zu den anderen Zweigen. Also ein komplettes Jahr Mathe. Das, was wir jetzt in der 9. machen, macht die anderen in der 10. Und dann ist es bei denen auch. Und ihr müsst dann nochmal so Scheiße machen. Oh Gott. Auf jeden Fall nicht die beste Entscheidung meines Lebens, aber ich werde es überleben. Ja. Eben nicht so geil. Und na, was ich auch nicht schlimm fand, und zwar in der, doch das war ich glaube ich in der 6. Klasse, da war ja dann diese große Auswahl von auf welchen Zweig möchtet ihr jetzt, und ja, ich habe mir auch schon oft genug von meiner Mutter anhören müssen, damit meine, die Person, die mich damals in Englisch unterrichtet hat, nenne ich es mal, ich wollte jetzt hier echt nicht, nicht irgendeinen Fehler begehen, dass sich irgendjemand angesprochen fühlt, also echt total anonym, naja, weil ich ja so sprachbegabt bin, ja, bei einem 4er in Englisch,
Ich bin echt schwach gehabt. Ich sollte echt auf den französischen Zweig. Ja, da ich mir auch erstmal am Kopf gefasst. Und ich noch ein bisschen das. Nein, jetzt kommt die ganze Deppen da wieder vorne. Ich muss langsam wieder den näher tuckeln. Also, nein, da habe ich mir auch ein bisschen am Kopf gefasst, aber naja. Kann nichts machen. So, kommen wir mal auf das Thema Lehre. Und ganz ehrlich, ich habe das echt viel schneller abgehandelt, als ich eigentlich gedacht habe. Habe ich mein Fenster zu? Ja. Nicht, dass ich jetzt hier irgendjemand draus zuhört. Betriebsgeheimnis darf nicht gelüftet werden. Genau. So.